Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute testen wir hier diese Produkte. Das ist halt billig versus teuer, also Chips und Tuck und Kaffee, Milchreis und Müllermilch. Das Ding ist, wir sind halt nur zu zweit. Und das heißt, wir müssen das quasi hintereinander drehen. Also erst muss er alles testen oder ich halt und dann andersrum. Genau, ich gucke wieder. Ihr wisst, da steht der Fernseher, da können wir reingucken, da sehen wir uns. Deswegen gucken wir auch dahin. Auf jeden Fall. Jo, ich würde sagen, wir starten jetzt eigentlich mit dem Video. So Leute, damit wir das natürlich erkennen, welches nehmen wir jetzt, zwei verschiedene Tassen hier. Wundert euch nicht über diese komische Tasse, aber einmal hier das billige Produkt. Das kostet keine Ahnung wie viel, wir blenden das später ein. Also ihr werdet das dann eigentlich sehen jetzt. So, das machen wir jetzt hier rein. Das billige Produkt. So, das teure Produkt ist in diese Tasse hier. Ihr seht dann auch gleich eingeblendet, wie viel das hier nochmal kostet. Aber ihr seht, wir haben leider nicht gewonnen. So, das sind die zwei verschiedenen. Die Farbe ist anders. Also müssen wir Max, denke ich, doch schon die Augen irgendwie verbinden, sonst wird er das vielleicht an dieser Farbe erkennen. Weil, wow, schon dieser Unterschied. Guckt euch diese Farbe an und dann diese. Krass. Auf jeden Fall mal gucken. Wir geben Max jetzt noch eine Augenbinde und dann gebe ich ihm dieses Zeug. So Leute, hier Augenbinde, zieh die mal auf. Damit du auch nicht siehst. Eigentlich könntest du auch so nur deine Brille wegtun, weißt du. Bist du blind, weißt du? So, wir testen jetzt, ob du nichts siehst. So geil, Alter. Ich schlage mal genau dann, wenn du so hast. Das war jetzt so geil. Oh, fuck, Alter, das war zu geil. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll wegen der Nase. Ja, lass einfach so. Aber das. Deswegen habe ich auch geschlagen. Aber nicht irgendwie schummeln, weil wäre ja auch blöd für dich. Wir wollen ja real testen hier, ne? Da sieht übrigens mein Handy. Und den Fernseher, mal, da seht ihr mal den Fernseher. So sieht das bei uns aus hier. Jo, ich hole jetzt mal das Zeug. So, Leute. Hier haben wir das Zeug. So. Dumm wäre es jetzt, wenn ich so sagen würde, zuerst gebe ich dir das und das Produkt und dann so voll fehlen. Nein. Zuerst geben wir. Oh mein Gott, was geben wir Max zuerst? Wir geben ihm einfach das hier, okay? Dann hier, nimm das einfach mal. Und wie man trinkt, weißt du ja, ne? Ja, nein, jetzt trinke. Okay, und? Was sagst du? Ne, sag erstmal gar nichts. So voll dumm. Ach, scheiße. So, hier, jetzt das andere. Das andere Produkt. So. Der Geruch ist irgendwie. Nicht riechen. So, jetzt musst du dich entscheiden. Produkt 1 oder Produkt 2? Ja, was soll ich dir sagen? Achso, ja. Sag mir, welches das teure ist. 2. Oh, das ist falsch. Als ob. Nein, Spaß ist richtig. Ich würde schon sagen, yeah. What the fuck? Das erste hat voll komisch geschmeckt. Das in der großen Tasse ist Müllermilch und das in der kleinen ist halt. Ja, das sieht man doch. Ja, deswegen musst du auch Augen zu, weil man sieht das halt echt. Diese Farbe hiervon ist mega billig und hier so richtig geil, Alter. Naja, ich mach jetzt mal das nächste Produkt fertig, ne? Brrr. So Leute, jetzt machen wir das nächste Produkt. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter hiermit. Jo, ne? Damit kann man ja eigentlich. Ja, aber das Ding ist, nicht wo ich teller, Digga. Weil Max hat die Augen ja sowieso verbunden, fällt mir da so auf. Ja, gut, ne? Teller brauchen wir dann erst für diese Sachen. So, Leute. Wir haben jetzt irgendwie kein Licht, weil mein Handy irgendwie laden muss und hier ist meine Steckdose gerade. Aber ich denke, man sieht es noch. Hier einmal dieses Produkt. Ich denke, man kann es erkennen. Ist leider ein bisschen blöd jetzt, aber geht gerade irgendwie nicht so gut. Und hier einmal das billige Produkt. So, das ist auf jeden Fall das billige Produkt. Und das ist das teure.
Max kann ja nicht sehen, welchen das ist, weil er Augen verbunden hat. Wir rühren das mal ein bisschen um. Ist Müllermilch, Zimt. Dann hier ein bisschen umrühren. Voll kacke. Max Handy geht halt gerade nicht mehr, weil Batterie. Nee, weil es überhitzt ist, genau. Und mein Handy geht nicht mehr, weil Akku alle ist. Deswegen haben wir jetzt kein Licht, wie gesagt. Also hier haben wir umgerührt. Und jetzt noch das hier umrühren. Oh mein Gott. Das wird Max sowas von merken. Ja, es ist halt so. Dieser Unterschied ist heftig. Ha? Wirklich? Okay, Max hat anscheinend noch nie Milchreis gegessen. Ja, wenn man es umrührt, ist der Unterschied nicht mehr ganz so krass, aber ey, das ist schon heftig. Weißt du, was mir gerade auffällt? Du darfst den Löffel da nicht wieder reinmachen. Sonst will ich das nicht mehr essen. So, wir haben das jetzt hier gedingscht. So. Gehen wir mal zu Max hier, ja. Ich glaube, dass hier nichts runterfällt. Hast du schon Augenbinde? Ja, gut. Ist ja jetzt nämlich voll fair gewesen. Aber hier ist wieder alles heller, Leute. Na, oh mein Gott, Alter. Fast Augen zu, du Wichser. So, Leute. Jetzt die Produkte. Wie gesagt, immer DJ-Produkte und das hier. Geben Max nämlich zuerst mal das hier. So, warte. Ich gebe dir einen Löffel. Fuck, ich will nicht, dass hier irgendwas vorbei tropft. So. Hier. Kannst du nehmen, okay. Hier kannst du hier drauflegen auf den Teller direkt, falle ich jetzt. So. Und jetzt das nächste Produkt. Ach nee, wer hätte es gedacht? Ah. Oh, nichts abtropfen hier. Gut. Hier kannst du nehmen. Oh, pass auf. So, kannst ablegen. So, warte. Das ist jetzt selber immer das teure Produkt. So, schreit dich. Welches ist das teure Produkt? Eins oder zwei? Zwei. Zwei? Ja. Oh mein Gott. Du kannst ja mal gucken. Das teure Produkt steht rechts von dir. Also. Und das ist die 1. Hä? Das hat zimtiger geschmeckt. Das hat besser geschmeckt. Alles klar, Leute. Da seht ihr es. Müllermilchreis ist anscheinend schlechter als was auch immer das ist. Von gutem günstig Milchreis. Leute, das ist der Test. Guck mal, das sieht man schon, dass da viel mehr Zimt drin ist als da. Ja, ist halt so, ne? Das habe ich auch schon gesehen. Aber ja, gut. Würde ich sagen, komm mal gleich mal zum nächsten, ne? So, Leute, das ist natürlich wieder voll dunkel, weil mein Akku wieder voll alle ist irgendwie. Voll alle? Haha. Als nächstes nehmen wir das Produkt hier. Das interessiert mich irgendwie schon so. Also einmal das billige hier und das teure. Machen wir das mal hier. Man merkt, ich habe kein Geld für gutes Licht. Ja, eins reicht. Dann jetzt mal wieder. So. Oh mein Gott. Es ist aber instant schon zerbrochen. Stellt jetzt leider nicht so gut scharf, aber es ist halt schon instant. Das billige hier. So schlecht. Gucken, ob wir ein ganzes rauskriegen. Ja, aber den Unterschied, also wenn man das nicht sieht, dann weiß man nicht, welches ist. Also Max, hast du wieder Augen verbunden? Gut, dann gehen wir jetzt mal zu Max mit dem Produkt. Ja, oh mein Gott, wie soll ich das tragen und filmen, Leute? Problems, oh mein Gott. So. Warte, welches? Achso, ja. Ich sehe ja, welches das teure ist. Okay, ich wüsste das aber auch gar nicht. Wirklich, ich wüsste das einfach gar nicht, welches ist, wenn ich es sehen würde. Ich würde sogar, glaube ich, denken,
dass das andere... Oh mein Gott, das ist... Ich hoffe, ich weiß, ich hab's noch richtig, weil irgendwie denke ich gerade, dass das Billige das Teure ist, irgendwie. Oh mein Gott, vom Aussehen her halt. Das ist voll... Chips oder... Nein, nein, das ist, Becker. Ja. Ich gebe dir erstmal hier den... einen. Ich wollte schon gerade sagen, ich gebe dir jetzt so das, ne? Ja, hier. Nimm. Nimm und iss. Ja, hier, warte. Gib her. So. Und dann, hier diesen. Leute, ihr wisst noch, wer das ist, ne? Ich glaube, das teure Produkt wird salziger sein. Ich bin mir aber nicht sicher, welches jetzt salziger ist. Also. Ich denke. Das billigere Produkt wird nicht so salzig sein wie das teure. Aber ich hab echt keinen Plan. Kann sein, dass so oder so ist. Kann auch sein, dass das billige salziger ist. Oh mein Gott, ey. Wir werden es sehen. Weil es so beim Milchreis war, dass ja, ist also, drin auch mehr Zimt. Deswegen also. Schätze ich mal, dass, beim, dass das salzige das billige ist. Deswegen sage ich, 2 ist das teure. 2 hast du gesagt, ist das teure? Ja. Oh mein Gott, ist richtig. 2 ist das teure. Ja, das erste war nämlich salziger. Deswegen habe ich mir gedacht, dass es so wie beim Milchreis ist, das, weil da war ja mehr Zimt drin. Deswegen habe ich jetzt so gedacht, ja, das ist salziger, deswegen ist das das Billige. Das war halt echt salziger. Aber Leute, nur nochmal so, das testet jetzt wahrscheinlich doch nur Max, weil sonst wüsste ich ja jetzt schon instant, welches ist. Weil ich ja wüsste, dass das salzige... Ey, ich check gar nicht, wie du es nicht sehen konntest, also welches ist, das sieht man voll. Was? Welches ist... Ja, sag mir, welches ist das billige, welches ist das teure. Das ist das billige, das ist das teure. Woran siehst du das bitte? Zum einen ist da noch ein T von der Aufschrift von Tuck. Ja gut, das stimmt, aber... Und zum anderen sieht man voll, dass hier diese, zum einen diese Punkte auch voll billig verarbeitet ja, sind. Ja, guck mal, das... Hattest du noch nie einen Tuck in der Hand da oder schon was? So abgeblättert teilweise. Leute, seht ihr das da? Das ist schon so abgegangen und da ist halt noch deswegen irgendwie... Ja, aber das sieht man hier auch wegen diesen Ecken. Hattest du ja, noch nie einen Tuck okay, in der Hand auch oder schon, was? Aber... Jo, egal. Kommt jetzt auf jeden Fall das nächste Produkt. Dann ist das viel heller. So, Leute, wieder die 2000. Das heißt, es gibt wieder was zu trinken. Hier einmal das teure Produkt. Von Starbucks und dann von gut und günstig wieder das billige Produkt hier und wieder unsere 2000 hier. Dann nehmen wir dieses Produkt. So. Machen wir in die Tasse jetzt. So, das ist Kaffee. Hat man, denke ich, ja gesehen. Voll blöd, dass dieser scheiß Akku ist schon wieder alles. Ey, stell scharf. Stell scharf. Oh mein Gott, ist das dumm. So. So, dann hier das Produkt. Diese Tasse. Oh mein Gott, das sieht schon anders aus. Aber ich wüsste jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt, welches ist. Max hat die Augen, denke ich, auf jeden Fall schon mal wieder verbunden. Er ist voll interessant so zu sehen. Welches jetzt, ja, welches ist so, was magst du? Oh mein Gott, ich habe das Licht einfach ausgemacht, es ist viel dunkler geworden hier. Warte, in welchem, ja gut, ich weiß jetzt noch, in welchem ist. Das wäre irgendwie blöde, aber ihr wisst es ja auf jeden Fall. Ha? Ja? Hast du schon? Ja. Okay. Dann kommen hier die Produkte. Seht ihr Leute, man sieht schon so ein bisschen, aber ich wüsste glaube ich nicht unbedingt welches ist. Vom Sehen jetzt? Ja. Das eine ist halt dunkler und das andere heller, aber ich wüsste glaube ich halt nicht welcher Kaffee jetzt der... Ich gebe dir dann mal den hier, oder? Ja, ich gebe dir einfach mal den. Oh mein Gott. Ja, okay. So, dann erstmal das und dann hier. Das? Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Aber ich denke, man wird es auf jeden Fall merken. So, wenn du das nicht merkst. Teuer, ne? Welches das teure ist, ja. Eins. Eins? Ja. Ja. Eins ist Starbucks.
Aber das habe ich mir auch gedacht, dass man das schmeckt, deswegen. Da ist mehr Kaffee drin. Ja, es halt ist kaffiger. Ja, es ist schon besser. Schmeckt ne? Kaffiger. So, dann kommen wir mal zum nächsten und zum letzten. Also, das Säureprodukt hier von dieser Marke. Und das billige Produkt von gut und günstig. Mal gucken, ob man das in der Paprika-Chips. Mal gucken. Ich kriege es jetzt nicht so gut auf, aber mal gucken, ob ich das mit dem Preis einblenden hinkriege. Bei diesem Schnittprogramm, ich weiß das nicht so genau, wie das so geht. Mal sehen. So. Dann legen wir das teure Produkt auf diesen Teller. Vielleicht nicht so ein Riesenchip, sondern mehr so was Kleines hier. Hier. Merkt euch, teurer Teller. Und jetzt hier das billige Produkt. Auch mehr so einen kleinen Chip. Damit man gar nicht schmecken kann. Spaß. So. Ja, vom Aussehen her, ich glaube nicht unbedingt, dass man das sieht. Nicht unbedingt sehen würde. Ja, wenn man es weiß, vielleicht schon so. Ne? Aber ja, Max hat ja wie gesagt die Augen verbunden. Also merkt man das vom Aussehen? Naja, da kann man nie merken, oder? Nee. Ich denke, sowas weiß man nicht. Nee. Niemals. Das wäre voll komisch, wenn ihr das wüsste. Ich gebe denen das einfach direkt im Mund, wisst ihr, Leute. Das mit dem Nehmen ist immer so ein Problem. Scheiße. Ich denke, ich nehme doch wieder mit der rechten Hand. Jo, Leute. Double, Digga. Ich sehe es gar nicht. Da. Übereinander halt. Geht auch. So wegen einem Chip, so zwei Teller einfach. Hast du Augen zu? Ja. Weißt du, was auch krass ist? Ja. Bei den von Lay's, ne? Ja. Ich habe noch nie die Paprikasorte von Lay's gegessen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was gegessen habe. Digga, ich gebe dir das jetzt aber direkt in den Mund und nicht in die Hand, weil. Damit man das. Damit du das überhaupt nicht merkst. Ihr wisst, das. Das ist halt. Ne, und das ist das. Wir geben ja, ihm. Ja, wir geben ihm mal das hier, Alter. So. Teste. Mhm. Okay. Und jetzt das andere Produkt. Ich muss echt machen, dass ich nicht sage jetzt das und das Produkt, sondern einfach das andere. Sonst würde ich hier instant einfach verraten, welches ist. Und? Alles klar, zwei. Zwei ist das teure? Ja. Ja. Instant. Ja. Das hab ich schon gemerkt, wo ich das erste überhaupt schon gegessen habe. Hab ich instant schon gemerkt, ja, zwei. Ja. Ich wollte erstmal zwei sagen, aber dann, nee, ich probiere lieber erstmal und dann, ja, zwei. Ja, gut. Fühl mich gerade, ja, gut. Das wäre jetzt scheiße gewesen. Ich würde sagen, wir haben nicht mehr genug Akku, dass ich testen kann. Und außerdem denke ich, würde das jetzt auch nicht so viel anders sein. Weil ich wüsste ja jetzt halt bei den Milchreis und so, das schmeckt zimtiger und sowas. Und bei dem Tuck, das ist salziger, so bla bla. Ja, jeder hat andere Geschmäcker, vielleicht ist das bei dir anders. Ja, denke ich nicht, aber die Scheiße ist, dass ich nicht mehr genug Akku habe. Ja. Ich bin froh, dass ich das überhaupt noch fertig gefilmt gekriegt habe. Wir können ja, wenn ihr wollt, ihr könnt ja abstimmen, ob wir noch mehr machen sollen und dann mache ich nächstes Mal halt. Du schreibst Teil 1 hinter das Video und dann fragst du, ob sie den zweiten, ob wir ja, den, ja. Den zweiten. Dann können wir den zweiten Teil mit mir machen und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ihr habt eindeutig und vielleicht gesehen. Machen wir noch mit anderen Produkten. Ja, wir können ja auch sowas machen wie die Marke gegen die Marke. Zwei teure Marken gegen ja, eine, ja. Wie Cola versus Pepsi und sowas. Ja, genau. Also ich würde sagen, das war's mit dem Video, stimmt mal ab und ich verlinke ihn, denke ich. Er ist ein cooler Typ. Bis zum nächsten Mal. Mein neuer Vlog-Kanal. Er hat gefloggt, genau. Und ich denke, mehr gibt's nicht zu sagen. Ciao.